Hallo Leute, was geht? Oh mein Gott, Tim, wie geht's dir? Servus, hallo Dere. Ja, wir sitzen hier. Ich bin der Ehrengast. Du bist der Ehrengast, Tim. Es geht hier auch um ganz ehrenvolle Dinge, es geht um Geld. Denn wer hier Geld gewinnt, das sind den Top 3 und ihr wisst alle, was das bedeutet. Hä, was laberst du? Ja, wer gewinnt ist Top 3. Sind doch noch nicht so weit, oder? Doch, wer gewinnt ist safe Top 3. Was? Wer gewinnt ist in Finals und damit wird damit auf jeden Fall mindestens Losers Grand Finals spielen. Achso, Wunderfinals. Ja. Lecco mio. Und ist damit auf jeden Fall Platz 3. Wenn wir gegen Niedersachsen gewinnen, sind wir auch safe Top 3. Dann seid ihr im Geld, das ist richtig. Money, yeah. Money. Ihr könnt aber auch andere Dinge, also ihr könnt kein Geld bei uns gewinnen, aber ihr könnt eure Channel-Punkte vervielfachen. Und ihr könnt gerne spenden. Ja. An den Link, den Paul da jetzt reinmacht. Wenn wir gegen Niedersachsen gewinnen. Boah, Tim, jetzt musst du gewinnen hier. Kampfansage. Allah zeigt mir den Weg. Goblin Army has been defeated. Let's fucking go, Digga. Let's fucking go. So, erstes Warm-up. Ember Lights. Und wir haben gerade gesehen, dass Team Baden-Württemberg. Oh ja, Taldux ist anscheinend wieder zurück in Albanien. Was machen wir dagegen? Nein. Wann sollen wir Taldux nicht mehr spielen lassen, Chat? Was sagt ihr? Als Albaner. Kann der überhaupt Deutsch? Weiß ich nicht. Ich glaube, in Team Baden-Württemberg wird eh Englisch im Chat gesprochen. Solche Wichse. Auch wenn alle Deutsch wären, die würden Englisch sprechen. Okay, sorry. Ja, dann wäre es doch die Idee, dass wir einfach alle aus Baden-Württemberg bannen. Außer Kriller. Nee, wir müssen einfach Kriller gegen jeden spielen lassen. Wir machen von Anfang an 7,5 Sterne Pools und dann gucken, wie weit Kriller kommt. Jeder gegen ganz bestimmte Leute. Oh, das ist eine gute Verarsche. Ich weiß nicht, was du meinst. Alle wissen wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, für wen du bist, aber ich bin natürlich für Team Sachsen. Ja, ich bin natürlich auch für Team Sachsen. Aber ich bin unironisch für Team Sachsen. Ich bin auch sehr unironisch für Team Sachsen, denn das wäre ein riesen Upset, wenn Sachsen gewinnen würde. Man hat nichts verstanden. Man hat irgendwie kaum was verstanden, bist du gerade in den Stream reingegangen. Ja. Ja, man hat's gehört. Also man hat nichts gehört. Okay. Ah ja, du bist auch für Team Sachsen, das ist die Quintessenz. Natürlich bin ich für Team Sachsen, denn da gibt es ein paar Spieler, die mir sehr gefallen. Ja, Babu ist ja eh Team Ausland. Mehr Team Ausland als Bayern. Hey, wir haben keinen einzigen Kanaken bei uns im Team. Ja doch, du bist Chinese. Mit anderer Flagge. Hä, hey, mit einer anderen Flagge auf dem Profil. Sowas. Ja, sorry. Jetzt mach hier mal nicht solche komischen Vorurteile, ja? Ich glaube, sonst gäbe es noch Brandenburg, aber die sind ja... Ja. Wer ist Brandenburg? Also wie es aus dem Chat geschrieben wurde, Rui Rui und Krill hatten hier echt hohe Kombo auf der Map, ja. Ja, Mann. 842. Rui, Rui. Nur 7 Miss. Aber, und er hat noch mit Hidden gespielt. Boah, Emilio. Ja, ich glaube, das wird hier heute echt ein Psychosen-Commentary. Gleich kommt noch Dion. Und das wird schon nachmachen wieder Smarty und ich. Hohoi. Morgen weiß ich gar nicht, wer kommentiert. Auch wieder Dion irgendwas Dion. In Niedersachsen. Ach stimmt, Dion streamt das sogar. Da muss der Dion sich noch einen zweiten Commentator suchen. Junge, boah, wieso boah, das ist ein Klassiker. Simon, schnall dich jetzt da. Kennst du die Map? Nein. Boah, das ist ein Klassiker der Warm-Ups. 2019 oder so. Da hat Rising auch mitgebracht. Ich glaube, das ist eine Rising-Map, oder? Ne, Veth. Mapper Veth. Ich glaube, das ist eine Collab von Veth Rising und Dust-Dice. Ja, da gibt's noch so eine, wie heißt diese Map? Fuck. Ich weiß, welche Map. Ja, keine Ahnung. Die hat Rising hier Map da. Die auch, die sagt, aber Sachsenland, was immer lacht. Nein! Auch eine andere. Ich weiß, was du meinst mit dem. Ten Things I Hate, nein, das ist The Arcade. Scheiße. Ich weiß, was du meinst. Die mit dem. Nein, ich schau jetzt extra nach. Schoolboy Background. School Romance. Alter, Knalli sieht so geil aus. Ja, schade, dass er nicht spielt. Glück, dass er nicht spielt. Ich glaube, der würde für Team Hessen spielen.
gar keinen Bock auf Dinger. Ich bin mir nicht sicher. Früher, Bayern. Als Bayern noch die richtig starken Zeiten hatte. Hä, was soll das jetzt heißen? Ja, du weißt ganz genau, was ich meine. Mit Knalli, Halle Watcher, Rising, das waren, wow. Wow, keiner konnte Bayern das Wasser reichen. Wow. Und dann sind alle jetzt mal wirklich verglichen. Zu diesen Pools jetzt, denkst du, würde das alte Bayern oder das jetzige Bayern gewinnen? Das jetzige, auf jeden Fall. Aber für die damaligen Verhältnisse war es halt... Ja. Okay. Da hatte NRW vielleicht noch ein paar Competitive-Spieler. Umbri. Ja, zum Beispiel. Sorry. Oder das Peak. War natürlich nicht ernst gemeint. Oder Peak Imagak. Ich dachte immer, der wäre bloß so ein Social Climb auf Second Circle immer. Wer? Nein, Spaß. Imagak. Nein, Spaß. Aber ich wusste nie, dass er wirklich mal so Top-Player war und dass der OWC gespielt hat. Tja. Immer diese neuen Spieler. Ey, Kriller SS wieder mit hinten. Hä? SS die Trollmap. Tim ist echt zu jung. Du wusstest wahrscheinlich nicht mal, dass Furioso Melodia irgendwie eine emotionale Bedeutung hat. Digga, ich hasse diese Map. Ich kann die halt nicht. Ich kann die im Campbell-Map. Deswegen. Weißt du, automatisch Maps, die ich nicht kann, sind scheiße. Mag ich automatisch nicht und sind automatisch scheiße und sollen aus dem Spiel raus. Das ist meine Meinung dazu. Nein, Spaß. Ist ein cooles Lied, coole Map. OG halt. Ja, okay, Leck, was macht denn der Kriller schon wieder? Oh, der Streampart. Ja. Ich glaube, das sind die. Sind das die Dustai-Streams? Nee, ich glaube nicht. Irgendwo in der Beatmap-Description steht, glaube ich, wer welchen Part gemappt hat. Ja. Ah, das war der Rising Part. Das ist eine Call von Fürstus Rising, Veth und Dustice. Jetzt gleich um der Veth Part. Und das Ende ist von Dustice. Kann nur scheiße sein. Okay, sorry. Heute wie auf Krawall gebürstet. Warte, ich muss dir was schreiben. Er hat gesagt. Ah, nee, du kannst dir nichts anhören. Ah, fuck. Nee. Ich kann dir aber was schicken, was um 19.20 Uhr in diesen Channel hier geschickt worden ist. Mhm. Warte, ich kann mal klären. Kann ich jetzt leider nicht so im Stream, glaube ich, sagen. Oh, ja, ist halt ein paar passiert halt. Nee, was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich... Ah, ja. Alter, jetzt kommt der Dustice-Part der Map. Boah, mashallah. Kranke Map. Schön, die mir wieder nach langer Zeit zu sehen. Wirklich sahnig. Topscore natürlich. Rui Rui hat Topscore, okay. Oh. Ja, okay. Ich habe die ganze Zeit nur auf Team Bavel geguckt. Tut mir leid. Egal, Team Bavel hat gewonnen. Go next. Aber auch nur knapp. Sachsen. Aber nur knapp. Gewonnen ist gewonnen. Na gut. Dann geht's los mit dem Match. Bin gespannt. Das erste Mal, dass wir diesen neuen Pool sehen, der wirklich ein Riesen-Step-Up ist. Der richtig scheiße ist. Achso, ja. Du bist so komisch. So, Kriller rollt eine 16. Das ist schon echt scheiße. Werf eine 35, Resort gewinnt den Rush. Und ja,
82. Der Captain Roll gewinnt eigentlich immer. Also das zählt eigentlich immer. Deshalb, ja. Und Kröller ist nicht der Captain. Ja. Ja. Hast du einen Lieblingssong? Ich finde Hard Rock 3 ziemlich cool. Oh, okay. Ich habe heute den ganzen Pool durchgespielt. Ich fand Hard Rock 3 echt cool. Oh, ja, auch ziemlich schwere Map, weil die wird immer schwerer. Ja, aber die ist echt cool, die macht Spaß. Ja, mein Lieblingssong ist alles, was nicht Nummer 7 ist. Doch, ich wollte gerade sagen, Nummer 7 könnte auch noch in Frage kommen bei mir. Ja, mein Lieblingssong ist Hard Rock 1 und... Ich glaube, es hat auch eins und Nummer 2 wahrscheinlich. Ja, immer diese Anime-Scheiße. Das sind beide Songs ohne Gesang, Tim. Hab ich doch gesagt. Was für Lieder? Ich hab nichts zu hören. Hard Rock 1 und Nummer 2. Hä? Hörst du dir sowas auf Ernst an? Ja. Ich höre Toho. Achso. Ich bin bei den Top 1% der Toho-Hörer auf Spotify. Ja. Stell mal vor, du gehst so ins Gym, gehst so richtig fett pumpen, ist aber so ein Nummer 2. Boah. Banger. Ja, ja, der Song ist echt geil. Der ist so scheiße, genau wie die Map. Oh. Na gut, First Ban und First Pick für Sachsen in diesem Match. Welche Hidden denkst du wird First gebannt? First Pick von Sachsen. Hidden 2, was du denn sonst? Okay. Hidden 2 und welche Nummer? Nummer 7 oder Nummer 6? Oder vielleicht sogar Fimo 2. Fimo 2 ist auch echt schwer. Nee, Fimo 2 ist einfach, da kann man overmodden. Hidden muss halt getankt werden und dann kann man halt echt overmodden mit Hard Rock. Okay. Ich finde eher, dass eine No-Mod gedingst wird. Ja, dann, ja, Nummer 7 oder Nummer 7. Ja, Nummer 7. Wobei, Sachsen hat ein paar Reading-Spieler. Ja, aber ich glaube, das wird nicht. Die reichen nicht Baden-Württemberg das Wasser, finde ich, auf Nummer 7. Kriller wird die halt von mal 99 mal F10. Deshalb dachte ich mir nicht, auch wenn wir müssen nicht zwingend Hidden 2 bannen. Vielleicht sogar eher Hidden 3. Ich sehe Hidden 3 eher. In Hidden 3 eher die Kriller-Gap. Obwohl, warte, die haben ja Yannick. Die haben Kichu. Stimmt. Das ist auch gut, Lowyard-Zeug. Warte, muss ich dir kurz was schreiben? DT2 als First Ban. Interessant. Ich glaube, das ist auch eine der schwereren Control. Ja. Kannst du mal den Song switchen? Mach mal Deutschrap an. Erster Bamba, wie was? Waren die einfach nur Mod 1? Oh, Bassblatt. Da gibt's echt so ein paar Songs, die echt hart gehen von Toho. Nomod 4. Nomod 4? Also das Bavü jemals eine Nomod 4 Band, das ist. Wow. Vielleicht hat man da ein bisschen Respekt vor Rui Rui. Das wäre so. Weiß ich nicht. Zwei Speedbands von Sachsen in diesem Match. Das ist ja mal interessant. Also Nummer 6, Nummer 7, alle Hiddens offen und Fremod 2 hätte ich nicht gedacht. Wow. 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 Okay, Babu hat jetzt Nummer 4 gebannt. Vielleicht, keine Ahnung. Nummer 2 oder so. Irgendwas tickiges. Das ist komisch. Das ist so als... Jetzt mach den scheiß Song weg, Junge! Das ist so gefühlt, als würde Sachsen mit einem ganz anderen Team heute spielen. Ja, keine Ahnung. Hard Rock 3 wäre, glaube ich, so noch das, was an Techie rankommen würde am nächsten. Oder Hard Rock 2, vielleicht haben die keinen Bock auf Precision. War schade. Mir ist cool. Nee, ist echt scheiße. Yeah.
können wir mal Timer machen. Hard Rock 3, ja. So wie du es gesagt hast. Junge, aber wieso? Oder die mögen die Maps einfach nicht. Oder die haben die Bands getauscht. Taktisch abgesprochen oder so. Macht man ja das ab und zu. Aber eher in, das macht man eher in 1 gegen 1. Ja, trotzdem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ja, aber wieso brauchen die dann so lange zum Bannen? Da gibt alles keinen Sinn. So viele Fragen, keine Antworten. Ich glaube, dann werden wir... auf jeden Fall noch Mod 1 sehen in diesem Match. Wenn die jetzt Meinst schon so du? Ratlos sind. Ja. Ja, okay, der Song ist okay. Ja, der Song ist okay. Die Map allerdings tricky. Ich glaub, Babu sollte mal endlich hier Lowe A abusen jetzt. Oder die könnte einfach mit Hidden 2 anfangen und dann. Also Hidden 1 sollte auch gut für die laufen. Ich glaube, es läuft vieles für die gut. Ja. Leute müssen die gar nicht auf die Double-Pick-Regel achten. GR2 ist der First, also Hardrock 2. Ui. Okay. Okay. Start mit Precision. Ja. Also ich habe das kleine Gefühl, dass Triller auf jeder Map spielen wird. Bin mir aber nicht sicher. Ja, das ist vorstellbar. Ich glaube, Krill hat das jetzt auch jede Map gespielt. Ich weiß es gar nicht. Kann das jemand checken? Weiß es jemand? Was anderes würde mich überraschen, er wird auch die Speedmaps bis zum Ende spielen. BLB hat jetzt... Also würde jetzt nicht auf die super ultra harten Speedmaps gehen. Ja, danke für den Raid. So, mach jetzt meinen Energy auf. Energy auf 3. Oh Mann, Alter. Das dauert mir hier alles zu lange. Wo ist Dion eigentlich? Junge, der wichst sich gerade ein während ein Kack oder so. Fragst mich Sachen. Sorry. Kein Problem. Alle lieben, bis auf Web und Shiragi. So, Tim Energy auf 3. Ja, Rui ist da. Let's go. Tim, was ist die Wurzel aus 9? 3. Hör, 3! Okay, ich hab Energy aufgemacht. Harry Kane hat jetzt insgesamt 30 Tore und 10 Assists diese Bundesliga-Season immer. Boah. Aber kein Titel. Noch nicht. Junge, die heizen jetzt so auf. Champions League gewinnen. Das tun wir. So, die Leute versammeln sich so langsam in der Lobby. Ja, Kellerisor, Runny gegen Veth. Oil of Wood Enjoyer und Rui. Das Oil of Wood Enjoyer, die spielt, überrascht mich ein bisschen. Ja, ohne Überraschungen kann man kein normales Leben führen, würde ich sagen. Ja, so eine Überraschung gehört immer dazu. Ja, Prediction schon zu. Relativ viele Punkte liegen auch in Sachsen. Ganze 2 Leute und 49.000. Okay. Ja, tschüss, Punkte. Ja. Kann man eigentlich diese Punkte irgendwie in echtes Geld so vergleichen? Nee. Ich habe überlegt, ob wir für 100.000 Punkte einen Monat Support verschenken. Damit die Leute auch den Stream gucken. Man kann doch die Subs, den Multiplikator, wie man die Punkte bekommt, erhöhen. Achso, kann man den Multiplikator. Ich kann den Multiplikator selber einstellen, oder wie? Nee. Ich glaube, das ist immer 1,2. Ja. So, egal zum Match. Es ist jetzt schon ein 200k-Lead. Aber Griller Mist! Oh, wow. Ja, ist egal. Aber kein FC mehr für Team Sachsen. Und das war der 300k-Lead schon. Ja, Map ist schon bei der Hälfte. Naja, kurz zu fix, ne?
Das ist, kann man so sagen, es geht echt fix. Schwache Leistung von Krilla. Jetzt imagine, Krilla würde wie erwartet eigentlich F10, dann haben die hier 1,8 Millionen Punkte. Moin Dion! Oh, hallo. Schau mal da, du Bastard! Yeah, zocken! Ja, du hast nichts verpasst. Achso. First Pick von Sachsen-Gänger komplett in die Hose. Boah, Runny Sunny. Schade aber auch mit seiner Eck, dass er jetzt nochmal misst hier. Das ist natürlich blöd. Das hätte ich ihm richtig gegönnt, dem FC. Danke, Tim. Tim ist so toxic heute. Echt? Ist er sonst nicht? Super. Nee, der ist eigentlich sonst der liebste Mensch der Welt. Dann gleicht sich das ja wieder aus, dann darf er ruhig toxisch sein. Damit haben wir keinen. Oh, schade, Resort! Das ist sehr schade, Resort! Schade! Okay. Ah, Mann! Paul, wie geht's dir? Gut, dir? Ja, gut. Bayern 8-1. Wow. Und Schalke 3-3. 3-3. Ist okay. Ja, 90. plus 2. Keke Top kann sich mal in den Arsch ficken. Sorry. Hä, das war voll das gute Tor. Den sollte man mal endlich von Anfang an bringen, anstatt den Rentner Terodde. Deine hey, Meinung. Simon Terodde ist ein OG, ja? Ja, aber der ist nicht gut. Halt's Maul, du bist nicht besser. Ja, ist richtig. Ja, genau. Wie kannst du darüber urteilen, wenn du selbst nicht besser bist, Mann? Ey, Junge, weißt du, was lustig ist, Paul? Ja. Die Snaps von deinem Dad. Danke. Ich speichere mir die alle ab. Er hat dein Vater Snapchat? Meiner, ja. Alter, nice. Ich hab mit dem jetzt schon irgendwie 50 Flammen oder so. Das ist voll was? Junge, der ist ja voll aktiv. Geil. Junge, der ist mega aktiv. Ich hab mein Vater in der Woche 800 Flammen. Bitte sag mir nicht, dass du ihm die Kacken-Snaps schickst. Nein. Achso, ja. Aber ich bekomme die ganze Zeit Snaps von Paul. Ja, ja, ich auch, leider. Ich mach die langweiligsten Snaps aller Zeiten. Ja, ich bekomme auch von Paul, seinem Vater, die ganze Zeit Snaps, Selfie von ihm zusammen. Richtig süß. Hä, das ist doch voll geil. Ach, das von heute? Ja. Mann, ich war unrasiert. Ich war unrasiert. Bei mir ist eh bloß 5 Meter. Habt ihr Dickpics gemacht, oder was? Verstehst du, weil ich habe Paul noch nie mit Bart gesehen und ne, so, ja. Das war auch, ich hatte keinen Bart, so, naja, egal. So, nächster Pick für Wavi. Danke, Paul. Wieso hast du eigentlich die Nummer 86 auf deinem Trikot? Weil das meine Lieblingszahl ist. 86? Ja. Wieso? 86 mal in den Arsch gefickt worden. Was hatte ich mit euch los heute? Ist es nicht richtig? Nein. Achso. Hidden 1! Ui! Interessant, dass sie mit Hidden 1 starten. Bin gespannt, ob jemand das sieht. Was Reading angeht, ist sie sehr komplex. Danke dir für diese das Ding da, was man inspiziert da. Genau. Diese Analyse. Ja, das Ding da. Elektrizität. Elektrizität. Hast du es gesehen, Paul? Ja. Ach, scheiße. Sonst lach nicht, wollte Tim damit sagen. Hey, wenn ich aufstehe, ist das Erste, was ich mache, alle meine Chats durchgucken. Bommel Throat um 19.05 Uhr, für 19.04 Uhr hat jemand Sony Vegas Crack. Ich liebe Bommel Throat. Er soll mal wieder kommentieren. Himmels. Ich müsste das kommentieren mit ihm zusammen. Ach, das ist die Lucent, ne? Okay. Check, check. Ja, das ist keine Ahnung. Ja, die wird am Ende schwer. Na gut. Bringt auf jeden Fall das Audio ordentlich zum Legen. Ey, wir könnten eigentlich machen, so ein Poll, so eine Abstimmung. Wird Triller die Map F-Sin oder nicht bei jeder Map? Ey, wir machen das. Nicht, weil ich jetzt da bin. Warte, ich mach mal. Shiragi FC! Shiragi Fanclub. Dafür steht das FC. Shiragi Fanclub. Nee, ich lasse es. Das ist ziemlich komisch, wenn wir sowas machen. Wieso? Maul. Das war so eine gute Idee, ne? Boah, ich will gerne die Timebreaker. Du ruinierst wieder alles, du Bastard. Ey. Hä, hey, wir sollten noch eine Umfrage machen. Sachsen gewinnt jetzt die nächste Map. Actually, ist das Sachsen 2. Ja, Sachsen 2, sorry. Jo. Jeder macht mal Fehler. Die einen mehr, die anderen weniger. Mhm. Ich zum Beispiel mache kaum Fehler. Fehler. Meine Fresse, Paul, alles machst du falsch. Was ich eigentlich sagen wollte, apropos Fehler, morgen 17.17 Uhr das Mapool Showcase. 17.17 Uhr, geht's dir gut? Shiny hat sich das ausgedacht. Wenn jetzt irgendein Six-Tische schreibt, mach mal 10 Minuten später, den bann ich direkt übrigens. Danke. Nee, ich hab erst 17.15 Uhr gesagt, Shiny gesagt, ey, lass mal 17.17 Uhr machen, damit's goofy ist. Wow.
Wir werden eh 17:17 den Stream starten und dann ja, 17:20 Uhr. Ja, tschüss. Sergi, Euro, Steuer. Dein permanently banned. Ach so, oh, was warte. Die permanently warte. Banned. Ach so, Ui, Ui, warte, warte, warte. Schade. Warte, warte, oh. warte, 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 warte. Ups. Digga. Upsi. Hast du unbanned? Ja, hab ich. Besser ist es. Wen hast du permanent banned? Ich wollte, es gibt ja diese Mod-Symbole, ich wollte auf Timeout gehen und bin dann links daneben auf Bahn gegangen. Also, passiert mal. Und nächstes Mal ist jetzt von Euler Foot und Scheuer. Ölung, noch mit SS. Rui Rui misst leider schon wieder. Ui, das ist aber blöd. Und Shiragi FC gar nicht mehr. Dann steht das ja. FC wirklich für Fanclub. Taldux auch noch. Ah ne, SS nicht mehr, wow. Wow. Oh, und wow. FC. Krillar ist doch am SS, finde ich auch nicht gut, aber ist auch nur meine persönliche Meinung. Gegen Nata. Nata noch mit FC, krass. Gar nicht nervös werden jetzt, ne? Oh, unterschätzt es mal nicht, die Map. Ah, und der Stille. Sie wurden aber aktiv die Triples unterschätzt. Ich glaub, da jemand dummes. Ja, Griller. Gerne Nata nachmachen. Nee. Sag Griller, der macht es nur. Ah, Rui Rui ja. Leider wieder. Ja, das ist keine Kombos. Wundert mich ein bisschen, das Rui Rui. Es ist mehr damit. Als over. Ja. Also jetzt gerade ohne Griller wäre das ausgeglichen. Diese Map. Ja, aber. Ja, alles wäre ohne Griller ausgeglichen. Ja, das. Ja. Mann. Da, weißt du, es gibt 5 A-Ranks und ein SS so. Weißt du, da weißt du halt, dass das ein Barbie-Match ist. Ja. Ich glaube, wir müssen wirklich Teams auf 4 machen. Nächstes Jahr. Nee, ich glaube, wir müssen einfach Griller bannen. Blacklisten. Wenn jetzt durch nur ein Third-Pop wird das Schulin nicht durch das Essen. Natürlich. Oh man. Wow. Jetzt 100er. Oh. Junge, du laberst falsch, das ist schon ein schwerer Part einfach. Ja, aber viele Leute. Als Maul. Tim, ich hasse dich. Ich finde das eigentlich ganz amüsant gerade. So, die Frage ist aber, ob Griller durch den Harten. Zero, One Hundreds und ein Miss. Das wäre. Nicht undenkbar. Jetzt gleich kommt dann noch der Speed. Nee. Ja, eben. Nee, ist, ja, stimmt. Ich glaube, der ja, wird egal, schon 100er droppen. Nee, er wird 100er droppen. Ich glaube, wenn er bis dahin SS, wird er auch bis in der SS. Nee. Na, das Video ist schon echt schwer. Ich glaub, du solltest eher bei Bets machen, SS-Killer oder nicht. Anstatt FC-Killer oder nicht. Komm mit Nakoyum. Ja, SS. Digga, ist das dumm. Das ist so dumm, unfair, ey. Wirklich. Er difft Junge, er hat fast 1v3'd, Alter, ist das dumm. Ja, war ja knapp. Ne? Wirklich, also Nata mit Topscore für Sachsen 2, hoch auf 400. Der Score von Nata ist echt krass. Ja. Also, nicht schlecht. Aldux matcht es aber, also wieder ausgeglichen. Aber das wäre doch spannender, ja. Ihr habt schon Als gesagt, Maulpaul, das, halt ist eh egal. Das ist eh egal. Warte, ich dachte nur, dass Dion und ich kommentaten. Soll ich, ach stimmt, soll ich nichts mehr sagen? Dann kannst du dich meinetwegen full muten, dann nee. Kannst du die Ich sag, Spaß, ich sag aber nichts mehr. Nein, kommentier mir. Wir lieben dich alle. Du bist unser Mobbing-Opfer, wir müssen irgendjemanden von beleidigen. Du musst weiterreden, damit wir was zum Fronten haben. Weißt du, so. Damit Tim was zum Fronten, ich hab bis jetzt nie was gegen dich gesagt, außer gegen Schalke. Ja, das war okay. Ich schreib jetzt. So. Ich schreib, warum auch noch mal mit kommentaten will. Oh, cool. Wieso fragst du mich nicht? Hab ich Leon? Nix. Ich würde gerne Hard Rock 1 sehen. Ja. Das Einzige, was du siehst, ist ein Hard Rock in deinem Arschball. Fire Mods 1, okay. Oh, Banger. Oh, Freeman 1 ist geil. Ui. Gute Map. Ich frag mich, Leon, ich glaube, wir sollten mal so richtig krass irgendwas kommentaten, so ein Fußballmatch von Bayern oder so. Ja, das finde ich auch. Wir können locker Lothar Matthäus in der Halbzeitpause übernehmen. Locker unten bei den Sky-Kommentaren. 100%. Den könnten wir 100% nicht ersetzen. Und ein Didi Hartmann, der labert eh nur Scheiße. Ja. Weg. Guck mal, Tim Kaltner mentioned im Osu-Chat. Aber ich habe das ziemlich mal offen. Mhm. Er hat was gesagt. Serbischer Trucker. Ach nee, will ich gar nicht sehen. Ich öffne den Stream dafür nicht. Okay. Insert Coin.
Ja. CS5 war ja 8,5. Ach, in dem Chat? Ach, das sehe ich. Ja, ja. Ich dachte, on stream. Nee, nee. Halt die Fresse, Runny Sunny. Oh. Ich weiß nicht, ob du es wirklich ernst meinst. Aber ich meine es halt so komplett ernst, dass ich nichts mit dir zu tun haben will und dass du mich in Ruhe lassen sollst. Junge Tim. Sorry, das musste ich mal sagen. Oh, Anton. Anton hat dich gepinkt im Twitch-Stream. Mann, Anton, kannst du... Nee, also kann ich sagen. Also lohnt es sich noch weniger, den Stream jetzt aufzumachen. Nee, ich hab meinen Browser zu. Mach den Stream auf, dann generieren wir Zuschauerzahlen. Halt deine Fresse. Oh. Ich rede jetzt nur mit Dion und mit Paul. Das ist Match. Gut, warum hast du dann jetzt Maul zu Paul gesagt? Ja, wieso wohl? Hast du recht! Danke. 50 Viewer, ist okay. Geht mehr. Ja, aber morgen bei Niedersachsen-Bayern über 100 Viewer müssen wir haben, Jungs. Ey, Killer, nicht Killer. Dion, du musst dir noch einen anderen Kommentar versuchen. Hi! Ja, ich mach mit... Ah, nee, stimmt. Tim muss ja spielen. Nee, ich kann auch dodgen. Nein. Ich sag denen, dass ich schlafe. Jetzt muss ich mir einen kranken Commentator überlegen. Ich geh in den zweiten Stream. Wie wäre es mit... Mit Killer wäre witzig. Das wäre echt cool, ja. Ich frag Killer. So. Artrock Overmod. Bei Bobby. Soa, erster Miss. Killer mit Hitten natürlich. Ja, und? Hui! Wir sehen rechts auch einen Overmod von Bavi. Hab ich doch gerade eben schon gesagt. Sorry, ja, ich hör leider nicht zu. Ich dachte. Ja, ich geh pissen. Tschüss. Tschüss. Okay. Jetzt kann ich ja mehr sagen. Oh, endlich ist. Ja, das, was Shiny schreibt. Ich glaube, Krillab ist jetzt noch kein Hidden gespielt auf den Free Mods. Oh, echt nicht? Nee. Hat er immer Normod gespielt oder was? Ja. Krass. Und ich frag mich auch, ob man die overmoddet. Da müssen sie echt confident sein, denn dies mit Normod okay, ist ja nur A85. Resoa, Hui Hui und Euler von Inferior haben gebreakt. Ein FC gegen zwei FCs, nur noch zwei Hardrock FC bei Sachsen 2 da. Und auch leider keine Supporting-Kombos. Das heißt, rechts müssen schon beide FCs jetzt breaken, damit Sachsen 2 noch die Chance hat und die Gap nicht zu groß wird. Ja, der Abstand ist aber jetzt schon echt groß. Das stimmt. Oh, ich kann endlich mal normal kommentieren jetzt, wo Tim weg. Oh, da ist der FC von Ronny weg. Und Kriller hat 100er. Oh, schlecht. Mehr gibt's doch nicht zu sagen. Unter seinen Erwartungen. Ja. Beth ist der beste Hardrock-Spieler Deutschlands. Ja, so unterschreibe ich so. Er zeigt's mal wieder. So gottlos eigentlich, dass Hardrock noch so einen geringen Multiplayer hat in Laser. Oder ne, in Scobby 2. Tja. Vor allem durch solche Section Space Triples gar nicht mal so leicht. Tim Kackner back. Ja, hey. Killer und Beth immer noch am FC. Oh, Donny. Slider Break. Digga, das kann's jetzt echt wieder nicht sein, dass beide gebreakt haben, wirklich. Ja, aber das war nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Kann jemand Clip machen? Das war nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Alles ist over. Ja, ich glaube, wir müssen. Ey, also warte mal, das wird jetzt noch knapp. Der Score geht. Oh! Ja. Der Score geht rüber! Weil Rui FC hat fast. Es ist halber FC im Grunde. Ich hab gesagt, Rui hat noch Combo. Hallo. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Mann, das ist so blöd. Ich glaube, wenn ich es nicht beabsichtige, dann passiert's eher, weil ich wollte einfach nur Tim die Info geben. Gerade. Naja. Starker Score von Rui und er macht weiter. Mein Pick'em. Okay. Jeder, der Pick'em macht, ist schwul. Da kann man aber Supporter gewinnen. Nichts gegen Schwule. Supporter ist schwul. Resoa, bitte mal ein bisschen Kampfgeist zeigen und spinnen. Vielleicht hättest du ja noch immer K gespinnt. Na, vielleicht liegt sie echt am Overmod. Ja. Oder vielleicht liegt es daran, weil Killer nicht FC hat. Ist ja, aber auch nur FC, ne? Eine These. Ja, dann. Ja, man muss so sagen, Beth und Rui, aber richtig gut. So. Ja, Rui hat halt noch 1k Combo geholt, ne? Super, Rui, weiter so. Wir wollen mehr von dir sehen. Ja. Ich glaube, der wird auch sowieso jede Map spielen. Yeah, er ist ja genauso gut wie Kriller. Werden wir mit dem Matchcost sehen?
Mhm. Was auch immer das gerade war. XD. 20:07:02, 20:07:03. Ja, also in einer Sekunde XD zu tappen ist schon so eine Kunst. Oh. Kann nicht jeder. Oh, Nummer 3 möchte ich mal sehen. Das ist auch ein guter Song. Weißt du, was ich sehen will? Fette Schwänze in deinem Arsch. Sorry, ach, wir sind on-stream immer noch. Ja, ich will Nummer 7 sehen. Der Nummer 7 ist mute, ich den Song im Stream. Halt deine Fresse, Paul. Ja, solange du uns nicht mutest, ist alles gut. Wir carryen ja den Stream gerade. Guck mal, ja. 8 Viewer mehr, wir sind jetzt bei 58. Danke uns beiden. Ja, ja. Ja. Dion, nee, kommst du nach NRW? Bei Nummer 7 singen dann Dion und ich, wenn du den Stream mutest. Was ist denn Nummer 7 nochmal für ein Song mit? Ach doch, ich kenne ihn. Bin ja allwissend. Mhm. An der Stelle nochmal danke an meine Menschlichkeit. Okay. Ja, aber war ja Pick von Sachsen 2, also war ja okay. Jetzt kein Breakpoint oder irgendwas. Also, Babu darf jetzt nicht hinpicken, weil sie den 1 gerade gepickt haben. Das heißt, jetzt kommt. Nummer 7. Ja. Nummer 7, ja. Nummer 6, okay. Ja, okay, geht auch. Eine von den beiden halt. Ja. Hätte ich jetzt auch erwartet. Klassiker Downmap. Ja, ich hab genauso Down-Syndrom. Okay, sorry. Paul, keine Sorge. Oder konnte Deutsch. Keine Sorge, Paul. Wir werden nicht gebannt. Naja, warum ist Okinawa also, jetzt in der Lobby? Also Geld würde ich da nicht drauf sehen. Junge, was? Hat seinen Gastauftritt im Bundesländer-Battle. Türke! Ich spiele jetzt für Sachsen, so wie damals. Like, wer das noch kennt. Oh. Okinawa Noni! Genau. Runny schreibt, wer hat den Türken eingeladen und ist Serbe. Lenkrad ist montiert. Ey, was? Sowas passiert hier? Bracken. Eurotruck Simulator. Zu dumm. Oh. Runny, Sunny, wer im Glashaus sitzt. Oh, stimmt. Ja. Warte, die Namen kommen wirklich okay, wegen Eurotruck. Okay, das ist Türkenhass, finde ich, vom Rap. Ja, finde ich, das ist sehr rassistisch. Und davon distanzieren wir uns hier im Stream sehr. Ist das Stream schon wie heißt das? Stream ohne Courage und mit Rassismus. Das haben wir mal in der Schule zum Spaß gesagt, weil wir auch dieses Schild bei uns hatten. Ja, wir auch. Welche Schule hat dieses Schild eigentlich nicht? Schule mit Rassismus, Schule ohne Courage, Alter. Ja, hab ich ja gesagt, der Stream hier ist mit so. Rassismus und ohne Courage. Ah ja, das stimmt. Sorry, Okinawa. Wollen die Wichser mal skippen? Wer skippt das 1-Minute-Intro, danke. Wir wollen den Toast-Song hören. Halt die Fresse, Paul. Manu. Ja, Paul, mute dich mal und Okinawa commentated mit. Nein, nicht mit den Türken, passt schon. Ich glaube, da müssen wir unten bei dem Text neben Deutsch noch Türkisch hinstellen, weil ich glaube, der kann nicht so gut Deutsch, aber ich bin mir da auch nicht so sicher. Skippen die jetzt eigentlich? Hä? Was? Wollen die jetzt eigentlich was skippen? Oh, es gab ein Board. Okay. Okinawa. Mann! Immer der Fanboy. Ich glaube, Said ist der Einzige, der auf allen Sprachen der Welt Pizza bestellen kann. Und um Geld betteln kann. Kann man dafür das Guinness World Record Books eingetragen werden? Ja, Pizza natürlich. Jeder natürlich, Türken machen das Unmögliche immer möglich. Wisst ihr doch. Junge, Taldus hat gerade einen Orgasmus, den sein Schwanz wird gelutscht. Danke. Lil Bro ist wirklich unten und denkt, er kommt hier rein. Ja, so, ich spiele jetzt ohne Pen, ne? Ohne Pendiff. Ja, okay. Ist es schlimm? Also wenn man draggt vielleicht. Nein, mein Pendiff ist auch im Pen drin direkt. Also den kriege ich auch nicht mehr raus. Ah ja, mein Pendiff. Außer ich habe
Damals kann man schon, also, ne? Damals habe ich auch ohne Planet gespielt, das geht gut. Junge, ja. Er weint jetzt so rum, weil Kriller gleich Ebon befrieden wird wieder. Sagt er jetzt bloß wegen seiner Matchkost. Ja, Paul, das, was Max sagt. Was hat Max gesagt? Nicht Oxygen. Fick deine Toten? Achso. Ja. So ähnlich. Aber es stimmt. Es stimmt. Sachsen 1 ist in der Gruppe ausgeschieden. Danke, Tim. Kriller, gerne mal ein 100er. Oh, Euler. Ey. Ey, aber der Kriller-Miss war abzusehen, weil er hat ganz am Anfang schon 100er gedroppt am Anfang. Ich werde jetzt mal. Oh, viele Breaks. 100er von Kriller! 100er von Kriller! Rui gegen Taldux und Krilli. Und Taldux ist weg. Immer die Albaner. Egg Advantage ist auf jeden Fall dank Kriller bei Babu. Und das ist aber eine nette Map zum Engen. Also, 10er Typico, das Kriller FC. Okay. Da werde ich mal gegen. Was würdest du dagegen? Ja, was denn? 10er hast du doch gesagt. Achso. Morgen auch die Bundesliga-Spiele. Ja, komm, die. Ja. Oh, ruhig, hat gemisst. Schade. Das ist mehr als over. Better zwar wieder Combo, aber auch nur mit 89er Eck. Oh, und ja. Hat keine Combo mehr, aber immer noch, noch 88er Eck. Ja. Oh, ja, Emilio mit 97 Eck. Der einzige. Ah, nee. Ah, ja, doch, jetzt vielleicht noch der einzige A-Rang in der Lobby. Ja. Shiragi, das geht aber andersrum auch. Ich zeig dir. Oh, so, B und S. Ja, fast. So, Taldux und Resort halt eine nette Supporting-Kombo. Das ist sehr schön. Alle Augen auf Kriller. Taldux ist gleich der Erste, der weg vom Fenster ist. Danach kommt gegebenenfalls noch Resort. Und ja. Und also links. Das Skript sagt das. Wo ist denn der Kichu? Ja. Zutatfinger wie. Nein, ich meine allgemein. Der oh, Resort zuerst. Da. Okay. Und normalerweise wäre so ein... Kriller-Mist, was? Ui, ganz schwach, wow. Ganz schwach. Aldus, aus dem Team raus, wie ist der durch die Tryouts gekommen? S-Rank wow. Natürlich noch für Kriller. S-B-B-B-B-B-B. Ja, nett. Wow. Hoppala, sorry Jungs. Hätte die Kriller noch Combo, hätte die 1v3, das ist nah dran. Hier so schreibt Flop dabei. Ich hätte hier gerade jeden Sachsen-Spieler. Ach so, den check ich. Okay, Namo. Ich wollte es gerade fast, also das war kurz vor knapp. Ich check es auch, ja. Scheiß Emotes. Okay, Namo redeemt meinen Nacht hervorheben. Ja, Kriller mit 98er-Eck und der Rest B-Ranks. Wieso nicht? Oh, Taldux Aran. Oh mein Gott, sorry. Wow. Cover. Resort nicht mal A. Naja. Stiller, richtig. Aber wenn du halt Grille im Team hast, dann ist es ja nicht. Wer hat denn an was anderes gedacht? Aber Kriller bis jetzt 0 von 3 FCs, oder? Nein, der hat doch schon. Ja, das ist erst eine Map. Aber. Ach, stimmt, ja. Die Hidden 1. Richtig. Ja, hast du fein gemacht. Hey! Runny, du musst jetzt nicht deinen Duden da vorlesen. Achso, du siehst das gar nicht, Tim. Doch, ich hab jetzt echt den Stream aufgenommen. Okay. Besser ist es. Timeout, 10 Minuten Timeout, sofort. 10 Minuten Timeout. Nein, nein. Das ist jetzt erstmal gefingert, wenn er will, kann er auch im Oso-Chat weiterschreiben, Digga. Den Huber-Wee. Oh, sie picken die besten Song des Pools. Halt deine Fresse, Paul. Das ist ein Banger. Ja, ich weiß gar nicht, was Timmy schon wieder hat heute. Hast du mich gerade Timmy genannt? Nein, Tim. Timmy. Junge, ich schwör bei Gott, ich wäre jetzt zu dir nach NRW gefahren und hätte so eins aufs Maul gehauen. Timmy Kaki. Ich würde dich niemals Timmy nennen. So sehr mag ich dich gar nicht. Halt deine Fresse, Anton.
Junge, du bist 14, hast eine Glatze. Junge, das stimmt. Das stimmt. Aber der hat die sich selbst geschnitten. Digga. Und das respektiere ich. Mach dir mal den Avatar-Cut. Der hat erst beim Schädelknochen aufgehört zu rasieren, ey. Heilige Scheiße. Oh Mann, ey. Ich kann das alles nicht mehr. Deine ich Schwester. Hey, Alter. Was hast du mir jetzt Mann. Digga, du scheiß Türke, wieso lachst du so? Was hat er dir geschickt? Schaut in die. Ah, fuck, meine Cam ist nicht verbunden. Ja, okay, warte. Nein, mach bitte nicht Cam, sonst explodiert mein Laptop. Mach bitte! Warte, ich schick's in Hashtag Commentary. Ganz Barbie verlässt erstmal die Lobby. Hat der Türke überhaupt die Commentary-Rolle nicht, oder? Nein, sonst würde er nicht battlen um Move. Der ist immer noch unten im Lobby. Oh. Soll ich ihn mal hochmoven? Nein. Nee. Okay, ich lösche sie da. Schaut euch an und ich lösche. Was ist das für ein Bild, ey? Okay, hab's gelöscht. Ich hab's gespeichert. Spaß. Hab's schon gelöscht. Die Schalke heute fand, das kann ich dann immer rausnehmen. Ich hab das GIF jetzt erst gesehen, Paul. Taschenmuschi bauen. Hör schnell nicht. Das ist gut, oder? Absolut geiles das GIF, Alter. Das mein gesamter. Ich will den Chat sehen. Junge. Jetzt kann ich auf die Links nicht klicken. Oh Mann, Digga, das GIF ist ja viel zu geil. Oh Mann. Oh ja, Smarty, du kannst joinen, wenn das Match fertig ist, und dann machen wir weiter mit dem nächsten. Ach, danach ist noch ein Match? Okay. Ja, danach ist noch ein Match. 19:30 Uhr Hessen gegen Nordrhein-Westfalen 2. Hä, ich dachte, das wird dir und ich dachte, das wäre morgen. Nee, das wurde rescheduled. Ach so. Morgen sind. Ach so, ich hab die Wochentage verwechselt. Das passiert mal. Dion, guck aufs Bild, was für ein Bild? Ja, ist schon wieder nach. Was für ein Bild? Wo? Insta oder was? Was? Ihr seid. Ich mag euch, ja. Ihr seid sehr lustig und unterhaltsam. Darauf erstmal einen Schluck von meinem Getränk. Getränk! Oh, ich meine Trinkpause! Digga! Oh mein Gott! Warte, wie kann man hier was klippen? Ist das geil, Alter! Ich muss davon klippen. Heute ist schon wieder so ein Psychosentag. Warum hat Anton einen Strich auf seinem Schädel, Alter? Das ist, Digga, warte! Tim, guck mal, ein Commentary-Channel. Oh, Resort. Keine Kombo mehr. Oh, dicker Break von Nata. Aber wer nimmt noch gegen Kriller? Rui mit Supporting Kombo. Warte, reden wir ja nicht über das Match. Digga, was ist das für ein Kackstrich? Da aktiv draufgeschissen, ey. Verdammt. Warte, ein Doppelbreak für Sachsen. Einen Clip machen. Ist schon. Clip ist schon drin. Nee, ich glaube, das war's für Sachsen. Red war die letzte hohe Combo. Oh, Kriller misst schon wieder. Slider Break. Warum höre ich euch nicht mehr? Hallo? Hallo? Ah, nee, ja, nee, das war nur Kriller angezeigt. Hat gebreakt und Resoa hat noch Combo. Ich sage aber gar nichts mehr. Ist vielleicht besser so. Es könnte Grand Finals sein, gerade spannendste Tiebreaker ever und wir reden über Antons Kackstrich und über deinen Voice Crack, absolut geil. Okay, Clip ist gemacht. Ja, der Clip ist schon längst drin, du Affe. Der gibt's schon zweimal. Ey, Mann! Ja, hab ich dir doch gesagt, hörst du nicht zu? Ich war voll mute, du Schwanzgesicht. Ich war davor schon. Mein Gott. Ja, fickt euch. Also fick dich.
Wie sieht es hier überhaupt? Ah ja, Bambi gewinnt, okay. Kriller wieder nicht FC. Ja, Kriller hat Vorarbeit geleistet. Ja, sonst eigentlich auch ziemlich starker Score von Veth sonst. Das stimmt. Also, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Oh. Aber Kriller ist washed. Der kann OBC. Nein. Okay, ja. Jetzt mal was Ernstes. Ja. Und zwar, wir sind jetzt hier in Semifinal, ne? Ja. Und das hier, sage ich mal in Anführungszeichen, auf einer Hard Rock 1 nur 1,6 Millionen von einem Favoritenteam ist, ist halt jetzt wirklich nicht so gut, würde ich sagen, oder? Oh. Was willst du damit sagen, Tim? Dass hier Leute echt, nein, nicht nur Bavü, sondern dass hier allgemein echt viele Leute schon strugglen, obwohl wir erst Semifinals sind. Ja. Und also, dabei haben wir die Politik nicht höher gemacht. Ich bin jetzt gespannt, wie es dann bei Hessen und Ding aussieht. Mhm. Ja, die sind ja auch Losers Bracket, da bin ich auch gespannt. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel, wenn Bavü nur 1,6 Millionen auf einer Hard Rock 1. Vor allem Runny Sunny 259 Combo, das ist halt echt nix. Das ist echt wenig. Ja, fick dich, Runny Sunny. Oh, das wollte ich damit nicht sagen, aber ja, Tim, danke. Dion, du warst sicherlich dafür verantwortlich. Das ist nicht wahr, das liegt an deinem Skill-Issue und zwar massiv. Danke. Hidden 3 wurde gepickt. Das, was Dion sagt. Digga, aber was für ein. Wie behindert kann man sein und da so einen Strich reinmachen? Ich glaube, seine Schwester dachte sich, Anton, der wird noch nicht genug gemobbt in der Schule. Jetzt ist noch ein Kumpel mehr dafür da. Junge. Danke, Internet. Junge, was ich sagen wollte, die muss doch einfach währenddessen so den Absatz abgemacht haben und da einfach nochmal so drüber gegangen sein. Digga, wie funktioniert das? Digga, den Aufsatz. Ist das gottlos, ey. Geil, Digga. Ja, kannst du dir halt komplett eine Glatze machen, Junge. Ernsthaft? Hä? Wieso habt ihr den Strich da gelassen, wenn du schon Bolt gehst, dann geh halt komplett Bolt, dann nimmst ja, du auch nicht. Auch noch die Seiten auf Kackstrich, das wäre besser. Digga, die Kackstrich, wieso? Seiten auf Kackstrich, ey. Zeig mal, Anton. Die Map ist, by the way, auch ein bisschen anspruchsvoller. Anspruchsvoller ist hier Hard Rock 1, wenn ihr mich fragt. Aber die ist cool, die macht Spaß. Danke, Shiny. Erster Kommentar. Oh, Veth FC'd jetzt. Wird Kriller FC'n? Hidden, also ja. Warte mal, haben wir nicht irgendwas mit dem 10er auf Tipico irgendwas gesagt vorhin? Ja, aber du hast Alzheimer. Ich glaube, du hast verloren. Ich weiß nicht mehr. Du hast gesagt, dass Kriller nochmal 6 FC'd und er nicht FC'd. Stimmt. Ja, okay, dann gehe ich morgen für den 10er in Tipico rein. Dicker. Welches Spiel? Okay. Alle drei. Oh. Stimmt, das kann man ja. Ich bin nicht so drin in Tipico. Na, alles gut, dafür sind wir ja da. Wir sind deine Tipico-Berater. Genau. Denkt ihr, es sollte auf Schalke setzen nächste Woche? Merkst du selber, ne? Killer hat einen 100er schon gedroppt. Das kann nichts Gutes bedeuten. Digga, ich hab keine Hose an, hab vergessen, was Dion gesendet. Ja, krass. Was? Digga, dann, Digga, wenn ich das geöffnet hätte, könnte Anon mich löffelt wegen Kinderpornografie anzeigen oder so, keine Ahnung. Oh nein. Was hat Bavü verloren? Junge Anton. 701, genau. Alter, da hat er die North Face Hose an. Fresh. Das sieht. Ja, okay, das ist ein bisschen nachgewachsen. Ich will es auch sehen. Junge, ich hab gesagt, er soll es mir schicken, er schickt es einfach dir. Ja, im 1:1 Vergleich ist. Ja, ich schick dir. Ist. Sieht man es echt nicht mehr. Boah, Paldo zum Web, hier kommen gar nicht. Achso, ja, stimmt, es gibt noch ein Match. Ja. Ja, Kriller, ne? Ja, ich würde mal sagen. Aber gut, es ist halt auf jeder Map das gleiche. Fast jede. Ja. Kriller ist der ausschlaggebende Punkt für den Ausgang der Maps. Auf der einen Map, die Sachsen gewonnen hat, hat Kriller halt nicht lange genug gehalten. So. Und das seit 3 Jahren BLB. Boah, ist Kriller Mist? Oh. Junge, der ist halt so scheiße. Aber du musst halt dazu sagen, erstmal darfst du nicht washed werden innerhalb der 3 Jahre und andererseits haben auch noch andere Spieler die Chance, eigentlich aufzuholen vom Skill her. Aber es ist halt, ja.
Man muss einfach halt sagen, Griller wird auch von jedem Jahr zu jedem Jahr stärker. Ja, deshalb, ja, also so ein kleiner Einblick. Also deshalb denken wir jetzt beim Pooling so auch dieses Jahr wieder. Eigentlich können wir die Pools nicht schwerer machen, denn sonst kommt der Griller-Effekt. Ja. Und weil. Macht mal die Pools aber wirklich schwieriger. Wir machen Grand Finals ist ja insane Diffs. In DM sind das dafür. Ist doch kacke. In DM gehen wir dafür bis 8 Sterne wahrscheinlich schon dieses Jahr. Ja! Ui. Ja gut, aber das ist auch okay, weil das ist keine Team-Performance. Da gibt's jetzt keine Filler oder so, die dann richtig leiden und 40k droppen. Ja. Oh mein Gott, 8 Sterne Pool wäre so geil, Paul. Junge, ich würde dafür Muschi lecken von dir. Alter, Junge. Darf man das an Stream so sagen? Ja. Okay. Ist aber 4 WC-Captain. Bei 4 Sterne Pool, ja. Achso, ja, dann will ich 4 WC. Dann ist halt Freewin für. Wenn ich da drin bin, ist es dann ein Freewin. Ja, ich finde 4 WC ist auch schon ein halbes Paralympics. Bloß alles voll mit Durian kann. ich wollte sagen, Shiragi hat auch schon über 400k. Das ist gut. Hey. Shiragi ist aber auch ein Macher. Aber ja, jeder Spieler von Barbie war besser als jeder Spieler von Sachsen. Ja, sehr guter Pick. Ja, sehr stark. Ja, da rächt sich mal Bavü jetzt, dass hier Sachsen Bavü 2 ihren kleinen Sohn gefickt haben, ne? Wenn man das so sagen darf. Oh, Matchpoint, ein paar Pünktchen Matchpoints für Bavü 2. Bavü 1. Der nächste deutsche Stern. Michi. Es ist nicht kaputt gegangen. Und ich hab's auf Video. So, Sachsen 2 Pick. Nummer 1. Oh, lol. Ja. Oh, lol. Ja. Ja. Oh, ja, war zu erwarten, dass die irgendwann kommt. Haben wir schon Hardog 1 gepickt? Ja. Mann, pack mal diese schwulen Fumo-Gifs weg. Nein. Emotes. Schick jetzt auch eins. Halt's Maul. Ich hab meine Fumos wieder. Da ist der Hut abgefallen. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Also darf man onstream über Drogen reden? Nein. Alkohol ja. Ich hab meine Alkohollunte hinter meinen Fumos versteckt. Alter. Die sind so. Die sind unfindbar. Wenn man das auszeichnet, dürfen wir darüber reden. Auszeichnet? Also als Tag. Wenn wir es auszeichnen. Auszeichnen. Tomatolicks. Lass mal Tomatolicks onstream machen. Also lass mal seine Challenges onstream nachmachen auf Second Circle. Das wird doch ein cooles neues Format. Wir nehmen jetzt alle Crack und rauchen es. Cameron und dann lassen wir den Stream laufen und schauen, was passiert. Dann reden wir über BLB währenddessen. So die Talk. Ja. Genauso wie dieses Core-Sales-Ding, dieses Recap zu 3WC und den ganzen Scheiß. Brauchen wir das? Danke dir. Ich, das gibt das Video. Das gibt's, ja natürlich. Was denkst du denn? Das habe ich jetzt nicht ausgedacht. Ey, das will ich, das speichere ich mir jetzt. Natürlich, Digga, kennt ihr das Video nicht? Das ist ein Legendenvideo. Das ist ein Legendenvideo. Das ist ein zertifizierter. Wer bekommt mehr Nutzen? No, das hat irgendwie 1,5 Millionen Views oder so. Das hat voll viel. GTA. Ja, vor 10 Jahren. Ja, normal, Digga. Wer bekommt mehr Nutzen in sein Auto-Challenge? Ja, ich find's nicht. Ja, Digga, probier doch einfach den Tank. Probier einfach die Scheiße. Ich hab einfach nur. Digga, ich hab Dena Nutzen eingeben und es kam. Wirklich, wie kannst du das nicht finden? Das ist. Digga. Ich liebe YouTube Deutschland. Und ich liebe Nummer 1. Die jetzt losgeht. Junge, man sieht im Video, wie sie in einem Lutsch zu. Ach, halt's Maul, Tim! Das, was LP mit Caps sagt. Hast du erwartet, dass sie da irgendwie essen gehen oder was? Ja. Ach so. Von Shuffle LP, Minecraft Sex Mod. Das war auch ein Legendenvideo. Like, wer kennt. Blatt D kennt das safe. Nummer 1.
Achso. Ja, stimmt, wir sind bei Osu. Mhm. Nicht bei GTR 6. Eine sehr, sehr große Jump-Map. Weißt du, was noch groß ist? Weiß nicht. Feiert ihr irgendwer Ramadan von uns? Groß ist nur die Platzierung von Schalke in der zweiten Liga. Die ist nämlich zweistellig. Ja. Also wegen euch haben wir nur noch 46 Viewer. Ach so, ja, ich glaube, das liegt an dir, weil du ein bisschen mehr die Überhand. Ja, du musst mal wieder muten hier. Ich will über Osu reden. Ja, ich auch. Und ich will über Sex und Nutten reden. Ach, halt's Maul. Alter, Vethloch SS und ach, du Anis. Genau. Sani, Sani. Nee, ist okay, dass der SS. Das soll sein gewöhnt. Und. Oh nein! Ihr seid alle Idioten! Oh. Oder ein Spieler hast du nicht. Killer auch. Killer auch Eckdrop hier. Sie würde gerne in. Ja. Also gesamt Bavü FC dann noch. Nö. Nicht? Nö, Running Sunny, der ist jetzt gleich aktiv am Breaken. Achso. Also Skriptsache. Ja, die ersten großen Jumps und alle hätten von Bavü. Ja, ja. Gute Leistung. Okay, kommen wir mal zu einem anderen Thema. Was ist so das Krasseste, was ihr schon mal gegessen habt, was man sich so am ekelhaftesten vorstellen kann? Ich war gestern drunk und hab in meinen Schokopudding eine Banane getunkt. Aber das war okay. Ja, das ist doch nichts Schlimmes, weil... Ja, das ist nicht schlimm. Sie haben Hühnerfüße. Schau mal, Schoko und Banane passen sehr gut zusammen. Das stimmt. Taldux mit dem ersten Miss. Für ja, jetzt haben wir wieder 59 Viewer, weil wir über 6 und Nutten haben. Kiss, Mary Kill, BLB Player Edition. Ich glaube, zusammen mit Tim, Runny Sunny. Ah, ich weiß nicht, ob das so gut ausgeht. Naja. Was geht gut aus? Nix. Alles gut. Das ist schön. Er meinte seine Banane genommen. Hauptbahnhof Gemüsedöner. Boah. Sehr schade, wenn es... Wisst ihr, was ich geil finde? Diese Schokorosinen. Die sind absolut geil. Schon wieder Slider Break von Kriller. Ich hab's... Oh. Was gibt's? Oh, Runny Sunny ist immer noch am F10. Ja, man muss sagen, Sachs hat jetzt auch nicht die großen Backups. Also ich glaube, das ist durch. Ja. Das ist auch mehr als Ruhe, zieh! Ruhe! Also, aber also was keiner von denen hat einen Score so groß wie die Gap. Also von daher... Also jetzt, so am Ende des Matches, ist es wahrscheinlich aufgefallen, dass Kichu und Smaragd kein einziges Map gespielt haben. Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ja, das haben die gefehlt. Das sind halt auch wichtige Spieler. Das sind sehr wichtige Spieler. Ja. Woran hat's gelegen? Wir haben ja jetzt ohne Smaragd auch nur ganz knapp gewonnen, ne, letzte Woche. Da kam der zur Hälfte und hat eine Map gespielt, glaube ich. Ja, und der hat nicht mal gespielt. Oder war das knapp? Ich weiß nicht. Nee, das war nicht knapp. Die haben ziemlich solide gegen Bavü 2 gewonnen. Ich habe das gerade verwechselt, ja. Aber die sind dafür ja auch noch drin, ne? Die sind ja jetzt im Losers Bracket. Und Bavü spielt dann nächste Woche. Ach, nicht, Sunny! Danke. Sorry. Und Bavü spielt dann nächste Woche gegen den Gewinner von Bayern gegen Niedersachsen, die morgen um 19 Uhr spielen, ja. Jo. Oh, geil. Das heißt, sehr schön, automatisch Recovery von Rui. Paul, ja. Das heißt automatisch auch, dass Bavü schon Geld sicher hat, richtig? Das ist korrekt. Top 3, ein Grand Final Spot. Okay. Bavü hat Geld sicher, nicht schlecht. S-Rank, wow. Ja, GG an Bavü, die einfach besser waren. Ja, war sehr knapp. Ja, und wann ist das nächste Match jetzt? Jetzt. Ach, jetzt. Die spielen schon Warm-Ups. Okay, dann, wer kommentiert jetzt? Smarty. Ach ja, dann. Und ich. Ja, viel Spaß. Ja, danke an euch. Das war das größte Psychosen-Kommentar, was ich jemals gehört habe. Ey, ich glaube, das war gut und wir werden nicht gebannt. Vielleicht. Nee, wir werden nicht gebannt. Alles gut. Und, ja. Ich habe extra aufgepasst, dass ich nichts Schlimmes sage. Genau, Bastas Green Planet, genau. Und, ja. Dann sehen wir uns. Achso, Smarty will schon rein, dann sehen wir uns. Ich stream morgen das Niedersachsen-Bayern-Match. Tschüss. Tschüss.